So. Aha, er macht einen Smart Scan. Ich will gucken, ob die einen Smart Scan. Er macht ihn durch den Smart Scan durchführen. Netzbetrug ich. 100%. Wunderbar. Was ist denn da für Rest? Hat er. Oh, ein Cookie. Oh. Aha. Aha. Verbesserung. Übernehmen, Verbesserung. Geil, Haken an. Alles tippitoppi. So, ja. Im System Datenmüll. Aha. Auch mal. Scheiße, ist kostenlos. Kacke. Oh nein, nein. Warte, Moment mal. Nein, danke. Jetzt verbessern. Na, das ist ihr scheiß Pelzhocken. Ich krieg das noch hin. Nein, danke. Ein Monat. Nee, ach komm. Nee, will nicht. Also, das kostet Geld. Nee, Testversion starten. Ja, komm, aber Testversion starten. Ja, aktivieren. Ich bin sicher. Ich bin da sicher. Und noch kaufen. Ich glaube, geht's ja noch gut. Aha. Was kann ich denn machen so mit der Software eigentlich? Aha, kann ich mal das Netzwerk scannen. Scannen. Wo finde ich das denn? Den Scheiß jetzt hier denn? Finde ich den Scheiß hier? Internet. Aha, Passworte. Was da gelöscht wurde. Aha. Aha, interessant. Leistung. Mal schauen. Vielleicht finde ich da was. Mal gucken. Klicken wir damit an. Ja, scannen. Probieren das mal. Prüfung. So, prüfen. So. Ich habe hier Avira CC-Kli runtergeladen und installiert hier. Soll man ihn checken? Er soll mal checken, den PC auch checken. Ob hier bei ihm bei mir Stürze, bei mir ein paar Abstürze erlebt. Bei mir stürzt er immer ab. Ich weiß da keine Ahnung, was da los ist. Und da möchte ich auch keine Anfragen nicht haben. Aber ich muss bald arbeiten. Also bald. Dann was? Ja, genau, so ein Teil fehlt ja. Ist ja klar. Weitere Tools. Mal gucken, jetzt gehe ich noch. Ich glaube, geht's ja noch gut, ne? Traffics? Ah, ich kann das jetzt die seine den Scan durchführen. Start zur Optimierung. Jetzt probiere ich mal das mit. Wunderbar. Hey, den Scheiß auf dem Computer habe ich ja Spotify, aber wenn ich jetzt hier sofort und dann klicken wir auf weiter. Dann klicken wir jetzt auch auf hier diese Version dran. Pro freischalten? Nee, später. Ja, später. Nö. Also kann ich nichts machen. Also das ist das Programm, ja. Energieoptionen. Mal gucken, was das dann macht. Aha. Ist interessant, nur wer Akku leer ist. Jetzt ja klar, ne? Scan. Langsam starten, langsam. Aber ganz gut. Ganz gut. Es läuft auch gut. Ich habe jetzt auch Angebot, dass ich die Datei hier irgendwo hier mit Prüfung. Da zeige ich dir euch gleich mal was. Das ganze Rest Gigabyte. Ich muss mal gucken, wie viel Gigabyte das eigentlich ist. Moment. Temp. Schreibe ich im Temp bei Windows Version Temp% ein. Moment mal. Rechtsklick. So. Ja. Warum soll man auf Megabyte kommen, hä? Ach, mein Nett. Warte mal. Prozent. Also. Temp. Das könnt ihr einfach nachschauen. Bei anderen kannst du euch verlinken hier. Rechtsklick. Ja. Man kommt natürlich auf Mega 1000. Ich glaube, da geht es ja noch los, so. Was? Prüfen Sie natürlich auch. Speicher muss freigeschaltet werden. Ja, komm, optimieren. Ich will optimieren. Habe ich noch meine Downloads eigentlich? Ich muss mal kurz gucken. Kurz mal gucken. Ach, Downloads sind noch übrig. Man sollte eigentlich, habe ich hier geschrieben, man sollte Backup machen vorher. Wenn zum Beispiel geht. 50 Megabyte werden natürlich freigeschalten. Alles optimieren oder? Ich weiß es nicht. Dann muss ich kurz ein Backup machen. Mache jetzt den Ordner Backup hier. Ich habe mir da sofort, was ich noch haben will. Her damit. So.
kopieren und Backup machen. Das mache ich auch jetzt hier mal, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn was in die Hose geht. Das ist ein bisschen Angst. So, rein kopiere, das mache ich jetzt mal kurz. Könnt ihr diesen Durchverlauf auch mal sehen hier. Mach auch was anderes hier. Dieses Video. Mach auch was anderes hier. Dass ich natürlich auf meine Dateien noch zugreifen kann. Ne? Also ist natürlich, gibt es auch keinen Grund. Ne? Also ich kann noch Dateien noch zugreifen. Ich will nochmal testen, was passiert, wenn man alles optimiert. Ach, ist auch keine frische Luft. Hier ist natürlich gar nichts. So. So, mal schauen. Jetzt kopiert das Ganze doch das rein, das Megabyte kostet. Ja, das ist ja klar, ne? Aber egal. So, bald fertig. V1. Haben die natürlich auch geguckt, da gibt es nur noch V2, aber will ich nicht. Das will ich nicht. So, reinkopiert und jetzt probiere ich das noch einmal. Jetzt optimieren. Jetzt. Was ist kostenpflichtig? Was soll das denn sein? Ich will kein Jahresabo. Ach, ich weiß jetzt warum. Die wollen ein Tagesabo haben. Ich muss nur gucken, mal was aktivieren. Ja, mit PayPal, so weiter, so fort. Jetzt ab zur Kasse. Ja, Rechnung, weiter, sofort. Es war nicht schön, dass man dort drauf bezahlen muss. Ach, ich kann wieder Chat. Kann ich hier die Leute bewerten? Ah, interessant. Gut. So, absenden. Dankeschön. Dankeschön. Habe die Leute jetzt mal Bewertung abgegeben. So. Ist doch freundlich, die Leute. So, meine lieben Leute, zeige ich natürlich euch das noch in der gestern Stunde, das ich jetzt zeigen wollte. Da brauche ich eine Datei. Datei aufgefallen, Rechtsklick, prüfen. Mal gucken, ob das mit will. Ach, er prüft ja keine Virus. Alles klar. Das heißt. Ist es natürlich auch ganz simpel, ne? Also wenn ihr zum Beispiel ein Programm habt oder sowas, zum Beispiel gegen hier Google Chrome zum Beispiel, gehe prüfen. Keine Viren, alles klar. Das heißt, es ist natürlich weiter sofort. Also ich wollte es nur testen, ne? So. So, danke schön, dass ihr natürlich alle zugeschaut habt. Ich hoffe mal, was kann man natürlich eigentlich lernen? Zu lernen, seinen PC mal durchzuscannen und ein Antivirenprogramm mal drauf zu packen. Und wenn es natürlich weiter sofort, entweder nächstes Video mal um Windows 10 mal was befassen. Und ja, abonniert den Kanal, bitteschön. Ich habe neues paar Videos hier verlinkt und tschüss.